1, 2, 3, 4! Act Now. Politisches Straßentheater. Wie kann die Uni grüner werden? Das war das Thema eines Theaterworkshops an der Freien Universität Berlin. Politische Themen mit Witz an die Menschen zu bringen und sie zum Nachdenken anzureden, das ist die Stärke des Straßentheaters. Wir haben uns mit einer kleinen Gruppe überlegt, wie wir Studenten erreichen können. Dazu haben wir uns erstmal mit dem Straßentheater beschäftigt. Was gehört dazu? Welche Formen des Theaters gibt es? Dann haben wir trainiert. Wie bewegen wir uns eigentlich auf der Straße? Alleine oder als Gruppe? Bei der inhaltlichen Diskussion, welches politische Thema wir eigentlich nehmen wollen, das hat ein bisschen gedauert. Zu schwierig, zu kompliziert oder wir waren nicht alle einer Meinung, aber dann kamen die Teilnehmer mit einer genialen Idee. Und zwei Ideen, wie wir das mit dem Theater machen können. Idee Nummer 1, ein Expertenteam untersucht Menschen, die mit Pappbechern gehen und untersucht sie auf mögliche Gefahren, die von den Pappbechern ausgehen. Kleiner Hinweis, bei Porzellanbechern wäre das nicht passiert. Idee Nummer 2. Engelchen und Teufelchen helfen den Studenten bei der schwierigen Auswahl in der Mensa Pappbecher oder Porzellantasse. Jede Woche werden an der Freien Universität Tausende von Pappbechern, völlig unnütz, bestellt, gekauft und weggeschmissen. Dabei gibt es gute Mehrwegalternativen. Darauf wollten wir aufmerksam machen. Die Bäume sind nicht wichtig. Papierbecher, konnte gefährlich, nicht so gut. Ja, ja, ja. Vielleicht Porzellan, ist besser. Beide Ideen haben gut funktioniert und in mehreren Schritten perfektionierten die Teilnehmer ihren Einsatz. Sie haben nicht nur ein Lächeln geerntet, sondern der eine oder andere hat vielleicht auch umgedacht. Und ganz nebenbei haben wir damit auch noch ein bisschen Werbung gemacht für das Netzwerktreffen im Rahmen der Sustain It. Denn heute heißt es: Stell dir vor, die Uni wird grün und du